Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Rush Adventure. Wir wollen weitermachen mit dem Missionsmodus. Wir haben ja noch einen ganzen Haufen vor uns. Und wir machen weiter. Wie viel haben wir geschafft? Wir haben schon ganz schön viel geschafft. Glaube ich schon mindestens 40 haben wir. Damit weiter mit Coral Cave. Dass wir einfach straight weitermachen. Denn ich habe für die Woche nämlich mir das Ziel gesetzt. Das kann ich auch so erzählen. Ich will die Aufnahmen fertig haben. Zumindest die Aufnahmen. Was das dran angeht, das kann gerne noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich brauche die Aufnahmen wirklich langsam. Oh, fick dich. Das Vieh hat mich echt... Das Ding hat mir Schaden gemacht. Aber hey, wir gehen oben lang. Genau, so will ich das doch. Mal gucken, ob wir es jetzt schnell schaffen. Also in der Zeit. Ich darf ja auch nicht sterben. Ist ja auch die Sache. Und hoch. Yes, das läuft doch gut voran. Oh. Der Trick war jetzt richtig genial von mir. Also die Move habe ich noch nie so gemacht, dass ich gesprungen bin und dann direkt eingerammt bin. Das habe ich noch nie geschafft. So, jetzt kommen die Stelle, wo wir mal gestorben sind. Just for fun. Na dann. Jetzt kriegen wir es aber hin. Und weiter. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Da ist übrigens auch dann die Medaille versteckt, wo wir gerade waren. Oh Gott. Das war jetzt wieder knapp in der Zeit. Mission clear. Nächste Mission. Sammle die Ringe. Okay, let's go. Einfach straight weitermachen. Ohne Unterbrechung. So werde ich jetzt einfach weitermachen. Hier. Dam, da, 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 da. Yes. Damit war schon mal der erste Schritt sehr gut. Weil so sind wir erstmal dem Drecksfing halt. Das können wir benutzen. Weil dieser Ringschild, der bringt uns doch etwas mehr. Ich meine, er absorbiert Ringe. Oh mein Gott. Das ist so ein Vorteil, den wir damit hätten. Boah, das läuft doch schon sehr gut hier. Wir haben jetzt schon ganz schön viele Ringe. Boah. Hätte ich zwar nicht machen müssen. Aber hey, wir haben die Mission geschafft. Hol mal schnell die Medaille. Das dürfte jetzt das nächste sein. Yep. Das dürfte schnell sein. Wir wissen ja jetzt schon, wo die Medaille ist. Genau gesagt, weiß ich das schon lange. Wo ist denn Act 2 war? Ich überlege gerade. Act 2, wo waren die? Ach, stimmt. Die war genau da versteckt. Jetzt weiß ich wieder, wo es in Act 2 war. Ich tue was an einem ganz coolen Ort. Darauf kommt man echt nicht wirklich. Oh, fick dich. So. Danke für den Boost. Jetzt müssen wir schnell wieder aufladen. Wir haben echt absolut keinen Boost mehr hier. Aber das haben wir ganz schnell gelöst. Boah, hast du mich gerammt, ey? So, und weiter. Drecksfee. So, ja, aber das Vieh. Ich hatte guten Grund zu verprügeln. Das war Mist.
komm runter. So. Nehmen wir das mit. So, jetzt sind wir wenigstens durch. Wir haben es geschafft. Hier ist der Schatz, die Medaille. Das war doch nicht schwer. Wir werden auch noch Act 2 und alles machen, dass wir da auch noch wenigstens was schaffen. Denn jetzt geht's hier richtig ab bei mir. So, nächste Mission. Ohne soll ich die Medaille jetzt schon einkassieren. Weil damit wäre sie ja schon weg. Komm, wir machen sie einfach. Ich will, ehe ich das noch vergesse irgendwann, im Verlauf der anderen Mission, machen wir es mal ganz flott. Außerdem ist das auch, dauert es auch nicht lange. X-Mission mit einem Ring, das ist doch ganz schön erledigt, das Thema. Drecksvieh. Ja, es war gerade ein bisschen langsam, was ich gemacht habe, aber wir kommen noch zu unserem Ziel. Ich weiß ja, wo es ist. Solange ich mir überhaupt noch merken kann, wo es ist. Den Standort der sämtlicher hier Drohnen zu merken, ist schon schwer. Beispielsweise in Sky Babylon habe ich überhaupt keine Ahnung. Pirates Island weiß ich nur die erste Position. Obwohl halt die zweite von Act 2, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wo die ist. Act 2 war, glaube ich, an bei so einer Stelle gewesen. Wir sind fast da. Jetzt kommt die Stelle, jetzt brauche ich richtig viel Boost. Und muss jetzt richtig den Weg lang gehen. Und rein. Also, wer darauf kommt. Nice. Aber ernsthaft. Nur, dass ihr mal gesehen habt, wo man diese verdammte Medaille herbekommt. Und jetzt machen wir weiter mit den normalen. So. Die haben wir schnell erledigt. Jetzt machen wir schnell die mit meinem Ring. Let's go. Go. Ich meine, mit einem Ring, das ist doch keine Kunst. Das ist wirklich keine Kunst. So. Weil wir haben gar kein Zeitlimit. Krasser Scheiß. Zeigt, dass man eigentlich fortlaufen kann, aber ja. Wie sind wir gerade runtergekommen? Ich habe absolut keinen Plan. Aber juckt mich nicht, wir machen es jetzt einfach schnell erledigen. Yes. Es läuft doch voran. Jetzt geht's los, ja. Wir müssen dann schon klar am Ziel sein. Schnell. Yes. Das wär's. Nächste Mission. Es müsste eine Zeitmission sein. Yep. 2:20. Das dürfte doch schaffbar sein. Let's go. Am besten setzen wir uns das Ziel wirklich. Am besten setze mir das Ziel in jedem Missionspart. Die Mission in einer Zone zu erfüllen. Weil es dauert ja auch mit einer gewissen Zeit dann irgendwann. So. Haben wir das schon mal? Yes.
Jetzt geht's runter. Oh, das war perfekt. Wir sind eigentlich noch gut in der Zeit. So gesehen noch. Lore. Oh, wir haben Emeralds verloren. Oh mein Gott. Wie konnte uns das nur passieren? Das ist unverzeihlich. Let's go. Der ist down. Und wir können weiter. Wir haben es fast geschafft. Jetzt geht's los. Noch 30 Sekunden, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir Act 2 geschafft. Das? Ach komm. Just for fun. Wir haben es geschafft. Das war die Mission. Perfekt. Nächste Mission. Noch zwei für den Part. Na dann, let's go. Dann haben wir ungefähr, glaube ich, die Mission geschafft. Oder höre ich mich da? Mal schauen. Ich könnte zwar noch, wenn noch ein bisschen Zeit ist, noch eine weitere dranhängen. Ich sag mal so, je mehr wir weg haben, desto besser. Oh, yep. Ja, ich weiß mit der Mission, das wird dauern, bis wir alle durch haben, alle 100 Stück. Aber ich sag nur so viel, es lohnt sich wirklich, alle Missionen zu erfüllen. Und ich meine, ich mache 100%, also muss ich hier wohl alles schaffen. Und ich meine, die schlimmsten haben wir ja schon lange hinter uns gebracht. Und das waren die sogenannten Flaggenmissionen. Okay, die Schiffmission für den Aquablast, Wave Cyclone, Sailboat wäre natürlich auch noch richtig aggressiv. Das U-Boot wird das kleinste übel werden. Also das, die U-Boot-Mission schaffe ich ganz locker. So schwierig ist die nicht. Damit ihr wisst, worum es in der Mission geht, ganz kurz zusammengefasst, es geht darum, ihr müsst überleben. Ihr müsst einfach nur überleben. Wenn ihr es schafft, habt ihr gewonnen. Habt ihr es nicht geschafft, habt ihr versagt. So ist der Deal. Und natürlich werde ich auch überleben. Ich kann mir das auch vorstellen, beim Aquablast einmal zu versagen. Aber dürfte nicht das Problem sein. Let's go. Auf geht's in den Untergrund. Nach links. Dann nach rechts. Jumpen. Links. Rechts. Und jetzt sind wir raus. Das wär's. Es läuft doch sehr gut gerade. So, Mission spielen. Grafikfehler? Wir haben schon einen Grafikfehler. Mit einem Ring. Let's go. Ghost Kraken, komm her. Der wird einfach. Ein Treffer haben schon mal versenkt. Das heißt, eine 4-Runde, dann eine 2-Runde und dann sind wir gut dran. Er schlägt immer zuerst damit zu. 1, 2 und jetzt weg. Warum greife ich nicht an? Ganz einfach, dann wird er schon dann aggressiv.
Jetzt wird er eher aggressiv, also ist es. Auch egal. Jetzt ist mir eh egal. Jetzt kann ich mich gerne runterholen. Komm her, hol mich. Und Sonic geht dazu ab. Jetzt haben wir dich. Dich mache ich alle. Zwei, drei, vier. Dein Untergang ist da. Komm. Oh shit. Wir warten. Jetzt geht er in die letzte Runde. Und jetzt holen wir uns. Und das war's. Und damit haben wir die Mission erfüllt. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter mit der Mission von Haunted Ship. Kommentar werde ich vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.